Mit wem sitze ich hier? Und was hat diese merkwürdige Anspielung auf mein Leben und auf den Tod bedeutet? Du bist auch dafür, Oskar, dass wir sie schmerzlos aus der Welt befördern. Aber du, Herr, ich sollst in letzter Zeit so gute Abschlüsse machen, hm? Ja, ja. 7 in diesem Monat. Ach, 7 im Monat? Weißt du das? Hm? Ja, wie machst du das bloß? Warum sollte man nicht einen Unbekannten versichern? Vielleicht ist es ein Zufall. Aber ich glaube es nicht. Denn er erfand sich einen Menschen, der in seinem Leben eine entscheidende Rolle spielen sollte. Ich weiß ja, dass du ein Geschöpf meiner Fantasie bist. Aber ich bin nicht verrückt. Im Gegenteil. Ich bin ganz normal. Du verstehst mich, Oskar. Sie war eine Seele von einer Person. Merken Sie? Sie war. Sie ist gewesen. Warum muss ich denn noch warten? Wir warten auf den Obduktionsbefund.